Herzlich willkommen an alle Pilzsüchtigen. Ich habe mal wieder die Zeit gefunden, im Wald unterwegs zu sein und mal gucken, was so die Fichtenzapfenrüblinge jetzt machen. Also ich bin da sehr optimistisch, dass ich euch da mal ein paar mehr und ein paar größere Fruchtkörper zeigen kann. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Ja, ich bin hier in so einem Fichtenwald unterwegs und hier an diesem Stamm lässt sich schon was Pilziges finden. Und ja, das ist aber hier kein Nadelholz. Also hier handelt es sich um Laubholz. Das müsste eigentlich hier die Birke sein, aber ist ja schon sehr vermodert. Aber wir haben hier Pilze drauf. Und zwar nehmen wir den hier mal raus. Also die Oberseite, die ist so leicht konzentrisch gezont. Und ja, farblich gesehen relativ unspektakulär, hat verschiedene Brauntöne. Und drehen wir den Fruchtkörper mal um, dann sehen wir hier diese Porenschicht. Ja, also es sind hier so viele aneinandergereihte labyrinthische Poren und ganz, ganz besonderes Merkmal. Hier ist auf Druck werden die Stellen hier rötlich. Und das hier ist ein Zeichen für die rötende Tramete oder auch rötender Blätterwirrling. Also ein relativ häufiger Pilz bei uns, aber natürlich kein Speisepilz. Der kann hier bleiben. Ein typischer Begleiter des Nadelwalds, immer an abgestorbenem Nadelholz. Oft an Fichte, das ist hier der Fenchelporling. Ja, den habe ich euch schon im letzten Video vorgestellt. Also kein Speisepilz, aber der Geruch ist wirklich sehr außergewöhnlich. Hier, also der hier hat einen leichten Anis- oder Fenchelgeruch. Hier ist nochmal zwei super Exemplare des Judasohrs. Also ich lege die jetzt mal hier hin und ja, hier sieht man schön diese ohrenförmige Gestalt. Judasohren sind außerdem super Speisepilze. In der asiatischen Küche finden die Verwendung, aber auch ja, woanders. Also besonders in Suppen kann man die gut verwenden. Geschmacklich allerdings taugen die nicht so viel. Also man sammelt die dann eher ein wegen der Konsistenz. Ja, die haben so, ja, so ein geleeartige Fruchtkörper bilden die. Und ja, daran erkennt man die auch ganz gut. Ein typischer Winterpilz, also wächst gerade wenn es sehr feucht ist, wie jetzt gerade. Und ja, so ab Spätherbst bis in den Frühling rein. Im Sommer können theoretisch auch wachsen, aber dann eher selten, da ja Sommer meistens trockener sind. Und also die Hauptwachstumszeit ist wirklich jetzt noch. So, jetzt habe ich hier einen wirklich klasse Fund gemacht. Also ja, hier hängen an Holunder so Ohren dran. Und das hier sind Judasohren. Ja, also hier sind einige schon drüber, die sind nichts mehr. Aber an dem anderen Stamm hier sind noch brauchbare Judasohren dran. Die hier zum Beispiel, die sehen sehr schön aus. Der hier auch. Und hier oben das Judasohr. Sieht auch noch recht schön aus. Ich mache das hier mal ab, zeige euch mal die Unterseite. Und hier sieht man, warum das Judasohr Judasohr heißt. Ja, es hat hier diese kleinen queradrigen Verbindungen, die sehen aus wie Adern, der kleine Äderchen. Also das ist ganz charakteristisch für das Judasohr. Ja, diesen Pilz hier habe ich auch schon im letzten Video finden können, aber ich zeige ihn euch nochmal. Das hier ist der Winterstielporling. Ja, wächst ja auch so an einem kleinen dünnen Birkenast. Und er hat hier diesen Stiel und diese weißen, grob löcherigen Poren. Ja, das hier ist der Winterstielporling, ein ungenießbarer Pilz.
Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Hier ist der erste Fichtenzapfenrübling. Ja, mal schauen, ob wir da noch mehr finden, aber ich denke mal, so eine kleine Handvoll müsste da heute zusammenkommen. Hier ein Stückchen weiter von dem ersten Fund sind hier drei weitere Exemplare von den Fichtenzapfenrübling. Und also wenn das so weitergeht, dann denke ich mal, es kommt schon ein bisschen was zusammen. Also die wachsen hier, ja, auf der Zapfe nicht. Also das ist die Zapfe, die hier irgendwo vergraben ist. Und hier sieht man mal, wie lang auch hier die Stiele sind. Also die mache ich mir mal hier ab. Ja, der ist noch recht klein. Und der hier auch noch recht klein. Also die kommen jetzt ganz frisch, ganz jung hier raus. Die Fichtenzapfenrüblinge. Hier die nächsten 1A Fichtenzapfenrüblinge. Ja, noch in einer sehr, sehr kleinen Größe. Also den einen hier mache ich mir ab. Den nehme ich mit. Oh, rein weiße Lamellen. Ja, so sind sie top. Und den mache ich hier rein. Und die anderen, die hier noch wachsen, die dürfen ja noch weiter wachsen, bis sie groß sind. Aber hier, aber wenn man einmal sitzt, da sieht man auch hier die ganzen Fichtenzapfenrüblinge. Also der hier, der sieht wunderbar aus. So müssen sie sein. Also auch in einer recht schönen Größe. Also der ist nicht zu klein. Der hat hier diese schönen weißen Lamellen, den weißlichen Stiel und die bräunliche Kappe. Ja, der kommt hier mit rein. Hier an dieser Zapfe ein echtes Rüblings-Eldorado. Also hier kommen einige Fruchtkörper raus. Und ja, was hier auffällt, der eine hier, der ist ganz weiß. Also sowas gibt es bei den Fichtenzapfenrüblingen auch. Ja, da gibt es auch komplett weiße Fruchtkörper. Das ist aber ganz normal. Also die dürfen natürlich auch für Speisezwecke mitgenommen werden. Aber hier sehr schön zu sehen, wie überall die Fichtenzapfenrüblinge sprießen. Es ist trotzdem noch recht mühsam, jetzt Fichtenzapfenrüblinge zu sammeln, weil die meisten sind wirklich sehr, sehr winzig. Aber oh, hier ist ein schöner großer. Der ist ja groß. Also, Leute, so können die auch aussehen. Schön weiße Lamellen. Und ja, der ist so groß. Ja, so groß wie mein Daumen vielleicht. Ja, das ist ein richtig schönes Exemplar. Also, hier werde ich auch noch ein Foto von machen. Und ja, man sieht hier schön, der wächst hier auch. Ja, die Zapfe ist es nicht. Also hier unten irgendwo steckt eine Zapfe. Und hier wächst auch noch ein kleiner, der ist ein bisschen angeknabbert. Ja, den lasse ich stehen. Und hier an dieser Zapfe wächst auch noch einer. Ja, gibt es denn eigentlich gar keine Verwechslungspartner beim Fichtenzapfenrüebling? Natürlich, die gibt es auch. Und so einen habe ich hier gefunden. Ja, wir haben hier auch am Fichtenzapfen einen beinahe identisch aussehenden Pilz. Das hier ist aber ein Helmling. Das ist der Fichtenzapfenhelmling. Also wir sehen hier auch auf der Unterseite, die Lamellen sind auch rein weiß. Aber was auffällt hier an der Basis des Stiels, ist so ein weißlicher Filz. Ja, das sind so mycelartige Auswüchse. Und das hat der Fichtenzapfenhelmling sehr, sehr häufig. Ich habe die beiden jetzt mal hier zusammengelegt. Und also hier sieht man rechts den Fichtenzapfenrübling.
ein guter Speisepilz und links den Fichtenzapfen Helmling. Also ein weiteres Merkmal ist der Stiel. Ja, der Stiel hier, der ist so etwas, ja, glasig, der wirkt mehr glasig und auch nicht so bräunlich, sondern eher gräulich gefärbt. Ja, also auch das ist ein wichtiges Merkmal für den Fichtenzapfen Helmling. Und ein weiteres Merkmal oder das markanteste Merkmal ist der Geruch. Also der Fichtenzapfenrübling riecht ja recht angenehm pilzig, relativ neutral. Und der Fichtenzapfenhelmling, der hat einen Chlorgeruch. Also ein sehr unangenehmer Geruch, finde ich. Also wer Chlor nicht kennt, beziehungsweise den Geruch von Chlor, ja, geht einfach mal ins Schwimmbad. Die meisten Schwimmbäder sind gechlort und da hat man auch diesen starken Geruch. Also hier zum Vergleichen den Fichtenzapfen Rübling rechts und den Fichtenzapfen Helmling links. Ja, geht jetzt auch mal selber einfach raus in den Wald, in den Fichtenwald, ja, wo ihr im Herbst wieder dann die Maronen und die Steinpilze sammelt. Ja, da wachsen jetzt meistens halt die Fichtenzapfenrüblinge. Und die gibt es jetzt schon in einer ordentlichen Größe. Also, ja, das hätte ich vielleicht gar nicht so gedacht, dass die jetzt doch so schnell rauskommen. Aber hier sind wirklich überall welche. Und wie gesagt, der Geschmack ist hier auch fabelhaft, trotz der Kleinheit. Also hier kann man sich wirklich ein ordentliches Gericht davon zusammensammeln. Genau hier wirklich sehr schöne große Exemplare mit sehr, sehr langen Stielen auch. Von der Seite da drüben kommen wir jetzt hier auf die andere Seite. Und ja, hier haben wir wieder einen schönen Fichtenwald mit sehr viel Moos. Also im Herbst gibt es hier wirklich einige Maronen und auch ein paar Steinpilze. Und jetzt gibt es hier eben die Fichtenzapfenrüblinge. Ja, da gucken wir mal, ob sich das hier lohnt oder ob hier vielleicht nicht ganz so viel los ist. Ah, hier sind schon die ersten, ja, wieder recht kleine Exemplare, aber den hier, den werde ich mir noch mitnehmen. Und den hier drüben auch. Ja. Gucken wir mal weiter. Und hier sind die nächsten. Ja, die sind schon etwas größer. Also vielleicht so 1,5 Zentimeter. Und der hier noch.
Sehr schön. Ja, das war's für heute. Ich werde die Runde jetzt beschließen. Ja, mein Behältnis hier ist mehr als voll und ich bin auch mehr als zufrieden. Ja, also es war wieder eine tolle Tour mit den Fichtenzapfenrüblingen jetzt. Also, die Woche hat ihnen wirklich gut getan und die kommen jetzt so richtig frisch raus. Ja, also, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.